Es war der 11. Mai 2016, als Muchterem Aras zur Präsidentin des Landtags in Baden-Württemberg gewählt wurde. Sie haben heute Geschichte geschrieben, hat sie den Parlamentarierinnen und Parlamentariern im Landtag zugerufen. Als erste Frau, als erste Grüne und als erste Frau mit Migrationshintergrund wurde sie Präsidentin des Landtags in Baden-Württemberg und ist damit eine echte Legende. Wir freuen uns auf Muchterem Aras. Eine Legende, eine Frau, eine Grüne und die Präsidentin des Landtags BW. Ja, wir sprechen von Muchterem Aras. Mit 12 Jahren kam sie aus der Türkei erstmals nach Deutschland, genauer gesagt nach Filderstadt. Und es war Liebe auf den ersten Blick. Seitdem ist sie weit gekommen. Nicht nur ist sie Stimmenkönigin geworden bei den Landtagswahlen, sie hat auch erfolgreich eine eigene Steuerberaterkanzlei gegründet. Doch die Politik ist ihr eine Herzensangelegenheit. Vor allem sind ihr Gleichberechtigung, Grundwerte und Umweltschutz wichtig. Das spiegelt sich auch in ihrer Moderation der politischen Debatte im Parlament wider. Aras vergleicht diese Aufgabe gerne mit der Rolle eines Schiedsrichters. Eine vielseitige Frau und eine große Legende. Muchterem Aras. Und damit herzlich willkommen, Muchterem Aras. Hallo, grüße Sie, Herr Zimmermann. Schön, dass Sie heute unser Gast sind. Ich habe es eingangs gesagt, Sie hatten zu den Parlamentariern und Parlamentariern nach Ihrer Wahl gesagt, Sie haben heute Geschichte geschrieben. Wann war Ihnen das selber bewusst? Erst als die Stimmen ausgezählt waren und Sie ernannt wurden zur Präsidentin des Landtags? Oder hat es schon die Tage vorher angefangen, so hier kann auch politisch und historisch jetzt was ganz Großes passieren? Eigentlich erst tatsächlich nach der Wahl im Landtag, denn vorher war es ja erstens nicht klar, ob in der Fraktion alles gut geht, und die letztendliche Wahl geschieht ja tatsächlich im Parlament, und da war das erst nach dem Auszählen, ja. Und so richtig realisiert habe ich es vielleicht auch noch mal später, weil das ist natürlich eine Anspannung, Freude, Dankbarkeit, aber dann immer wieder, okay, jetzt ist tatsächlich passiert. Was hat das bei Ihrer Familie ausgelöst? Wie waren die Reaktionen auch bei dem Teil, der nicht hier in Deutschland lebt, sondern noch in der Türkei? Die waren und sind unglaublich stolz darauf, aber bewundern auch, was in einem anderen Land möglich ist, dass jemand mit meiner Biografie aus einem zunächst fremden Land hierher kommt und dass diese Möglichkeiten offen sind, dass man auch hohe Staatsämter wie das der Landtagspräsidentin begleiten kann. Also es ist beides, Stolz, Dankbarkeit und auch, ja, was möglich ist in anderen Ländern. So ein bisschen, aha, sowas ist möglich. Sie waren eine Wahlperiode bereits im Landtag, davor viele Jahre im Stuttgarter Gemeinderat. Wie kam es denn überhaupt dazu? Wer hatte denn die Idee, jetzt fragen wir mal Frau Aras, ob sie Präsidentin werden möchte? Ich glaube, also es gab unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen aus der Fraktion, die mit mir gesprochen haben und gesagt haben, du wärst die richtige Person. Und dann dachte ich, ja, vielleicht ist es gar nicht schlecht, sich für ein Staatsamt zu bewerben. Und die Gespräche haben letztendlich dazu geführt, dass ich gesagt habe, ja, ich werfe meinen Hut in den Ring. Gibt es denn da auch schon fraktionsübergreifend Gespräche in so einem Moment? Oder nein. Das macht nein. Jede Fraktion erstmal für sich? Also das Vorschlagsrecht liegt ja bei der Fraktion, die bei der Wahl die meisten Stimmen geholt hat. Das waren ja die Grünen 2016. Und dann gibt es ja in der Fraktion unterschiedliche, kann es ja unterschiedliche Kandidatinnen und Kandidaten geben. Als ich mich beworben habe, gab es eine weitere Kollegin, die das auch machen wollte, die auch ihre gute Gründe hatte. Und deshalb guckt man ja erstmal, dass man seine eigene Fraktion davon überzeugt hat. Wenn man die Hürde genommen hat, dann passiert im Grunde genommen in der Landtagsdebatte oder im Wahlvorgang gibt es in aller Regel keine Überraschung, wenn man jemanden vorgeschlagen hat, die wählbar ist. Deshalb die entscheidende Hürde ist eigentlich in der eigenen Fraktion.
Wie bereitet man sich auf so ein großes Amt vor? Also auch schon, wenn man sich damit beschäftigt, überhaupt jetzt in diesen Wahlgang dann auch einzutreten, muss man sich ja davor auch für sich ein paar Gedanken machen, was bedeutet das für mich, wenn ich jetzt dieses Amt dann auch begleiten würde? Ja, man muss sich natürlich vorher Gedanken machen, weil ich war ja 5 Jahre davor schon Landtagsabgeordnete. Dort ist man ja eher die Vertreterin der eigenen Partei. Das Amt der Landtagspräsidentin ist überparteilich. Das heißt, man muss gucken, dass man ja den Landtag insgesamt vertritt. Was kann man für ein besseres Miteinander tun? Welche Ideen kann ich einbringen? Wie kann ich auch für die parlamentarische Demokratie werben? Wie kann ich dieses Amt auch, ich sag mal, definieren in Anführungszeichen? Da macht man sich schon Gedanken und man stellt sich dann in der Fraktion vor. Also eine Rede, ich weiß gar nicht mehr, war, ich glaube, 7 oder 10 Minuten. Mhm. Wo man inhaltlich sagt, was man vorhat, auch als Chefin der Landtagsverwaltung. Man ist ja auch zuständig für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Man muss ja auch Ideen entwickeln, wie gehe ich mit dieser Führungsaufgabe vor. Ich hatte wohl gute Argumente, so jedenfalls, dass ich meine Fraktion davon überzeugen konnte, dass sie mich vorschlagen im Landtag. Es gab ein großes Medienecho auch nach Ihrer Wahl. Die FAZ hat beispielsweise geschrieben, schön wie ein Märchen und doch wahr, vom anatolischen Bauerndorf an die Spitze des Stuttgarter Landtags, die Biografie von Muchterem Aras zeigt, wie Integration geht. Und so Schlagzeilen gab es sehr, sehr viele. Wenn Sie das jetzt so im Nachgang nochmal hören, kommt Ihnen da auch nochmal dieser lange Weg auch in Erinnerung? Sie sind mit 12 nach Deutschland gekommen, zunächst nach Filderstadt, ohne Deutsch, wurden dort gut aufgenommen tatsächlich, haben eine schöne Integration, eine gute Integration erlebt. Und ist sowas dann auch so an diesem Moment, wo man gewählt wird und dann vielleicht zu Hause sitzt, mit dem Mann noch vielleicht ein Gläschen Wein trinkt, dann sagt so, wow, was für eine Reise. Ja, es war tatsächlich eine lange Reise, ein langer Prozess. Ich glaube, ich hatte einfach auf der einen Seite sehr viel Glück, dass ich und meine Familie hier wirklich sehr offen, sehr warmherzig, wir hier aufgenommen worden sind. Aber ich bin vor allem auch meinen Eltern unendlich dankbar, dass sie sehr, sehr weitsichtig waren. Meine Mutter war Analphabetin und zwar durfte sie nicht in die Schule gehen seinerzeit, nur weil sie ein Mädchen war. Und mein Vater durfte auch nur bis zur mittleren Schule, hätte gerne weitergemacht, durfte von seiner Familie auch nicht. Und deshalb war ihnen das Entscheidende, dass ihre Kinder hier durch Bildung und Ausbildung später ein selbstbestimmtes Leben führen. Wir sind 3 Jungs und 2 Mädchen und diese Chance haben sie uns eröffnet und vor allem war es meiner Mutter das Entscheidende, das Wichtigste, dass die Mädchen über Bildung, Ausbildung wirklich ein unabhängiges Leben, ein selbstbestimmtes Leben führen können. Deshalb durften wir seinerzeit, als jemand aus der türkisch-kurdischen Community, wir durften an allem teilnehmen, was für die Schule gut war und nützlich war. Und ich war oft das einzige Mädchen aus dieser Community, die an allem teilnehmen konnte. Zum Beispiel Schwimmunterricht, Tanzen, also Standard-Tanzkurse. Das war etwas, das wäre für meine Eltern, für die Community unvorstellbar eigentlich, dass man mit einem fremden Mann, jungen Mann tanzt zum Beispiel. Aber meine Eltern haben immer gesagt, wir vertrauen euch, dass ihr anständig seid. Ihr müsst nur in der Schule gute Leistungen, gute Noten bringen, damit ihr später studiert. Die wussten natürlich nicht, wie schwierig der Weg ist von der Hauptschule zur Universität. Aber sie hatten die klare Vorstellung, wir unterstützen die Kinder. Die dürfen alles, bleiben anständig, sind fleißig und werden später studieren. Das war so das Ziel meiner Eltern. Deshalb bin ich Ihnen wirklich unendlich dankbar für diese Weitsicht, weil Sie haben sich schon auch ja, viel Kritik ausgesetzt in der türkisch-kurdischen Community, weil wir auch
Die Familie waren die Kinder, die bei deutschen Familien ein- und ausgehen durften und sollten. Und wir hatten eine Bauernfamilie kennengelernt, die Familie Mack. Bei denen durften wir auch übernachten. Auch ich als Mädchen. Das war natürlich für die türkisch-kurdische Community immer schwierig. So, wie kann deine Tochter bei den Deutschen übernachten und so? Und meine Mutter, meine Eltern haben uns immer vehement verteidigt, haben gesagt, entscheidend ist, dass ihr Deutsch lernt, dass ihr in der Schule bei allem dabei seid, was der Schule dient, weil eben das Ziel war, über Bildung, Ausbildung an eine andere Position zu kommen, als sie selber hier hatten und vor allem eben dieses selbstbestimmte Leben. Deshalb hatten wir viel Glück in der Weitsicht meiner Eltern, aber auch wie wir hier von der deutschen Gesellschaft aufgenommen worden sind. Und ansonsten ist es auch schon auch hart erarbeitet. Also ich habe nichts geschenkt bekommen. Man muss es ja auch nicht geschenkt bekommen. Aber ich habe es mir auch erarbeitet, weil ich einfach, ich sage immer, ich bin die Tochter meiner Mutter. Die war auch immer so Stehaufmännchen und hat immer hart gearbeitet. Und ich hatte immer klare Ziele, wo ich beruflich vor allem hin will, Studium, Steuerberaterin, Selbstständigkeit und so weiter. Und dafür habe ich eben auch viel und hart gearbeitet und bin froh, dass es auch so gut gelaufen ist letztendlich. Es ist sehr gut gelaufen, Frau Müchterem Aras, die Landtagspräsidentin im Stuttgarter Landtag. Und wie sie den Weg in die Politik geschafft hat, sie hat es gerade gesagt, sie hat Wirtschaftswissenschaften studiert, dann Steuerberaterin gelernt und dann wurde sie aber Politikerin, zunächst in der Kommunalpolitik und dann in der Landespolitik. Wie es dazu kam, das erfahren wir gleich nach der Werbung. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, bei Legendär der Talk hier aus dem Adina Hotel in Stuttgart. Unser heutiger Gast ist die Landtagspräsidentin Müchterem Aras. Noch einmal herzlich willkommen. Wir haben gerade eindrucksvoll gehört, auch wie alles so angefangen hat in Stuttgart, beziehungsweise damals noch in Filderstadt mit 12 Jahren nach Deutschland gekommen und dann auch nach der Schule klares Ziel gehabt, einen Fokus auf den Beruf. Und dann Steuerberaterin geworden, Unternehmerin geworden und dann aber auch parallel schon den Weg in die Politik geschafft. Gab es irgendwie so ein einschneidendes Erlebnis, wo Sie gesagt haben, ich will mich jetzt politisch engagieren? Ja, das gab es tatsächlich. Ich muss dazu sagen, früher war ich eher in türkei-orientierten Heimatvereinen aktiv. Das heißt, wenn es in der Türkei zu Menschenrechtsverletzungen kam, die es auch damals schon gab, dann haben wir hier demonstriert, oft auf Türkisch, kein Mensch hat es verstanden, aber wir haben demonstriert. Und dann irgendwann mal habe ich gemerkt, nee, das ist nicht ganz meine Welt. Ich bin doch mehr hier. Ich kann nicht per Ferndiagnose die Politik in der Türkei bestimmen. Und der eigentliche Grund, warum ich in die Politik bin, war eigentlich Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Es gab in Deutschland teilweise eine sehr fremdenfeindliche Stimmung in Deutschland. Es wurden Häuser angezündet, auf deren Klingeln türkische Namen oder ausländische Namen standen. Und es sind ja auch Menschen tatsächlich ums Leben gekommen. Und das hat dazu geführt, dass ich auch mein Verhalten zunächst verändert habe. Ich bin abends nicht mehr weggegangen, habe mir sogar ein Pfefferspray gekauft und hatte das immer so in der Hand mit dem Daumen drauf, so jederzeit einsatzbereit. Und ich weiß noch, wie ich einmal unterwegs war, mein Bruder kommt mir entgegen und sagt, sag mal, wie läufst du denn rum? Und ich, gar nichts, ich habe nur ein Pfefferspray als Schutz. Und dann sagt er, du spinnst doch, was soll denn das? Und dann dachte ich mir, so, das habe ich so eine Woche, 2 Wochen gemacht. Und dann dachte ich, ja,
eigentlich ist es total bekloppt, mit dem Pfefferspray rumzulaufen oder sich einschüchtern zu lassen von Rechtsextremisten, die mich zur Fremden erklären. Nein, es ist auch mein Land, es ist auch meine Heimat. Und dann war der nächste Schritt, wenn es dein Land ist, wenn es deine Heimat ist, dann musst du dich engagieren, dann musst du Verantwortung übernehmen und diese Werte verteidigen. Mhm. Denn die Werte Religionsfreiheit oder die Gleichberechtigung Frau-Mann oder welche Muttersprache man spricht, die habe ich eigentlich hier in Deutschland zum ersten Mal richtig frei erlebt und erlebt, was für ein Schatz das ist. Das ist unbezahlbar, diese Freiheiten. Und dann dachte ich, ja, warum soll ich das aufgeben, nur weil Rechtsextremisten mich zur Fremden erklären? Nein, es ist auch mein Land. Und dann dachte ich, okay, Verantwortung übernehmen, am besten in eine Partei eintreten. Dann haben Sie erst mal geschaut, was könnte so die richtige für mich sein? Genau, habe mir zwei Parteien angeschaut. Mhm. Und habe mich dann glücklicherweise gleich für die richtige Partei entschieden, nämlich Bündnis 90 Die Grünen. Habe mich aber wegen drei Gründen für die Grünen entschieden. Es waren nicht die Umweltthemen, muss ich fairerweise dazu sagen. Und zwar deshalb, weil ich komme aus Ostanatolien. Wir kamen wirklich aus einem Naturparadies. Also alles Selbstversorgung, keine geteerte Straßen, keine Autos und so weiter. Deshalb waren Umweltthemen jetzt nicht so spannend, aber was spannend war, waren Menschenrechte, Umgang mit Minderheiten und vor allem die Gleichberechtigung der Geschlechter. Das waren die drei Gründe, warum ich gesagt habe, okay, ich gehe zu den Grünen und werde mich hier engagieren und werde Verantwortung übernehmen. Sie sind dann von Filderstadt umgezogen ins Stadtgebiet Stuttgarts. Konnten somit auch gewählt werden in den Gemeinderat 1999 zum ersten Mal. Das war so der nächste Schritt dann neben dem Engagement in der Partei an sich. Wie kam es damals dazu, dass Sie kandidiert haben für den Gemeinderat? Naja, mir war es einfach wichtig, dass ich nicht nur, also ich war natürlich erstmal passiv, ich bin 93, glaube ich, eingetreten, war dann 99 zum ersten Mal auf der Liste für den Gemeinderat. Weil ich finde, Gemeinderat ist so die Graswurzeldemokratie. Es passiert so viel im Gemeinderat, was über unseren Alltag bestimmt. Und mir war auch wichtig, dass Menschen, die eine Zuwanderungsgeschichte haben, die dort auch wirklich ihre Stimme erheben und die sich einbringen. Und wenn man sagt, ich will Verantwortung übernehmen für die Werte, für diese Heimat, für diese Gesellschaft, dann beginnt es am besten im Gemeinderat. Und deshalb war das irgendwie folgerichtig für mich ein logischer Schritt zu sagen, ich fange im Gemeinderat an und guck mal, was da passiert. Und dort blieben Sie dann, bis 2011 die Landtagswahl dann anstand und Sie zum ersten Mal in den Landtag gewählt wurden. Es war eine denkwürdige Landtagswahl mit einem grünen Ministerpräsidenten, mit Winfried Kretschmann, mit Ihnen dann unter anderem auch im Landtag. Das war sicherlich auch eine ganz verrückte Zeit, denn da konnte man wahrscheinlich ein halbes oder ein Jahr vorher noch niemals mit den kühnsten Gedanken dran denken, dass man später mal den Ministerpräsidenten stellen könnte. Da haben Sie natürlich vollkommen recht. Das war wirklich sensationell und es war einfach für mich persönlich auch großartig zu erleben. Also man kandidiert für die Landtagswahlen. Dann kommt man rein als Mitglied einer Regierungsfraktion und die Grünen stellen den ersten Ministerpräsidenten weltweit. Das war schon ein wahnsinniges Gefühl, was in diesem Land möglich ist, wie weit wir auch als Gesellschaft sind. Das fand ich schon wirklich ein unbeschreibliches Gefühl. Wahrscheinlich auch euphorisierend auch für eine Partei, oder? Wie, ja, hat klar. Hat man das damals miterlebt? Das war schon eine wirklich wahnsinns gute Stimmung, motivierend, Euphorie, dass man gestalten kann. Also die Grünen waren ja davor immer in der Opposition und haben viele, viele Ideen entwickelt, Anträge geschrieben, dies und jenes. Aber sie konnten nicht tatsächlich gestalten, weil sie eben keine Regierungsfraktion waren. Und dann kamen wir 2011 an die Regierung, also Grün-Rot. Und es ist einfach unglaublich schön, der Regierungsfraktion anzugehören. Natürlich braucht man auch die Opposition in der Demokratie, das ist gar keine Frage.
Aber ich bin ja in die Politik gegangen, um gestalten zu können. Politik ist für mich Gestaltung. Und Gestaltung kannst du halt am besten, wenn du einer Regierungsfraktion angehörst, weil deine Ideen auf einmal verwirklicht werden. Und es ist sensationell. Wie groß ist denn der Gestaltungsspielraum als Landtagspräsidentin? Als Landtagspräsidentin habe ich auch einen sehr großen Gestaltungsspielraum. Und zwar dahingehend, dadurch, dass ich überparteilich arbeite, öffnen sich ganz andere Türen zu Institutionen, zu Persönlichkeiten, die man als Abgeordneter einer bestimmten Partei, egal welcher Partei, nicht immer geöffnet bekommt. Und das ist schon ein, das ist schon auch eine große Möglichkeit, politische Botschaften zu setzen. Jetzt keine parteipolitischen, aber politische Botschaften im Sinne unseres Grundgesetzes. Was hält uns zusammen? Was sind die Grundwerte, was sind die Werte des Grundgesetzes? Warum stehen Sie da? Werben für die parlamentarische Demokratie, werben dafür, dass wir mitmachen, dass wir als Bürgerinnen und Bürger nicht immer warten und sagen, ja, die da oben, wer sind die, die Politik oder wer auch immer, die sollen es mal richten. Nein, wir alle bilden zusammen den Staat und ich wünsche mir, dass wir uns als Bürgerinnen und Bürger auch fragen, glücklicherweise lebe ich in einem starken Rechtsstaat, in einer starken Demokratie. Was kann ich als Bürgerin dazu beitragen, dass dieser wunderbare Rechtsstaat, diese Demokratie sich weiterentwickelt? Und deshalb finde ich das schon ein unglaublich wichtiges Amt, wo man eben genau im Sinne der Gesamtgesellschaft arbeiten kann. Und deshalb mache ich das wirklich aus Leidenschaft. Ich kann keine Gelder verteilen, aber werben für die parlamentarische Demokratie, werben für das Grundgesetz, das sind unglaublich wichtige Werte für mich, für uns als Gesellschaft. Und deshalb bin ich sehr, sehr dankbar und froh, dass ich dieses wunderbare Amt der Landtagspräsidentin ausüben kann. Apropos Abbilden der Gesellschaft, im Landtag in Baden-Württemberg sind knapp 30% nur Frauen. Jetzt ist ja die Wahlrechtsreform verabschiedet worden, auch für den Landtag. Das heißt, es gibt künftig Erst- und Zweitstimme. Gibt es dadurch die Möglichkeit, tatsächlich das auch ein bisschen mehr gesellschaftlich abzubilden? Die Hoffnung ist auf jeden Fall groß und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass wir das Wahlrecht endlich reformiert haben, dass auch wir in Baden-Württemberg ab der nächsten Landtagswahl eben 2 Stimmen haben. Und wir werden sehen, wie gut und wie schlau die Parteien beraten sind, ihre Listen tatsächlich auch weiblicher, jünger und diverser aufzustellen. Die Parteien sind da auch gefordert, oder? Die Parteien sind gefordert und der Schlüssel liegt jetzt bei Ihnen. Es gibt auf jeden Fall keine Ausrede mehr, wenn Sie das Ziel verfolgen wollen, dass der Landtag die Gesellschaft widerspiegeln soll. Dann haben Sie jetzt alle Möglichkeiten, Ihre Listen entsprechend aufzustellen. Und im Übrigen, man sieht, dass wir, was den Frauenanteil angeht, einfach in den letzten Jahrzehnten wirklich als eine extrem langsame Schnecke unterwegs waren. Mhm. 1972, 75 um den Dreh rum gab es einen Frauenanteil von 3%. 1988 betrug der Frauenanteil 8,8%. Also es ist schon extrem wenig und wir sind der einzige Landtag, der die 30%-Marke noch nicht geknackt hat. Und wir brauchen keine Angst haben, dass es ein XXL-Landtag wird mit über 200 Landtagsabgeordnetinnen und Abgeordneten. Also die Debatte um die Vergrößerung des Landtags durch das neue Wahlrecht ist eher eine Spekulation. Es gibt Expertenmeinungen in die eine oder in die andere Richtung. Wir haben in der Realität tatsächlich Länder, die natürlich 2-Stimmen-Wahlrecht haben, wo der Landtag nicht größer geworden ist. Daher bleibt es abzuwarten. Ich persönlich bin sehr, sehr froh, dass wir die Wahlrechtsreform endlich durchgeführt haben, weil wir damit ein Instrument haben, dass der Landtag jünger, weiblicher und diverser wird. Also da gibt es noch einiges an Gesprächen und Arbeit dann auch bis 2026, damit auch in den Fraktionen das auch ankommt und dann auch umgesetzt wird. Wir hatten vorher über Gestalten gesprochen und Sie haben uns eindrücklich erklärt, dass man auch als Landtagspräsidentin gut gestalten kann. Aber als Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin kann man ja noch mehr gestalten. Jetzt müssen wir keine politische Antwort von Ihnen hören, vielleicht, sondern so, was Sie dazu fühlen auch zu so einem Amt. Könnte das nicht nochmal auch ein Schritt sein,
wo man sagt, noch weiter Geschichte schreiben? Also ist sowas, könnte sowas ein Ziel für Sie sein? Also erstens, wir sind ganz unter uns, ich weiß. Und erstens bin ich sehr, sehr dankbar und froh, dass ich dieses wunderbare Amt der Landtagspräsidentin ausübe. Das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges, sehr schönes Amt. Im Übrigen haben wir einen hervorragenden Ministerpräsidenten, der seit Jahren unglaubliche Beliebtheitswerte hat. Der macht es bis 2026. Und wenn es soweit ist, wird die Partei, wird auch unsere Partei den oder die adäquate Kandidatin, den Kandidaten aufstellen. Jetzt steht es gar nicht an. Aber Sie würden nicht Nein sagen, wenn Sie gefragt werden würden. Ich sage, wir sind sehr, sehr froh, dass wir mit Winfried Kretschmann einen wunderbaren Ministerpräsidenten haben, der wirklich an die Interessen des Landes denkt und nicht erst an seine Partei oder seine Person, der es wirklich schafft, auch Philosophie in die Politik reinzubringen. Ich finde, das hebt ihn schon ziemlich ab von anderen Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten, und das tut der Politik auch gut. Bisschen mehr Philosophie schadet uns allen nicht. Es gibt ja viele Bundesländer, wo es schon Ministerpräsidentinnen gab oder gibt. Baden-Württemberg gehört nicht dazu. Wäre doch auch mal an der Zeit. Das entscheiden nachher die Wählerinnen und Wähler und die Parteien. Ich bin mir ganz sicher, wenn die Zeit gekommen ist, wird auch meine Partei die richtige Entscheidung treffen. Da sind wir ganz gespannt, was dann passiert. Es sind ja noch 3 Jahre hin. Abschließend noch eine aktuelle Frage. Es waren am vergangenen Sonntag die Wahlen in der Türkei. Und Erdogan wurde wiedergewählt, auch wenn es am Ende ein Kopf-an-Kopf-Rennen war, relativ knapp. Über 60% der in Deutschland lebenden Türkinnen und Türken haben Erdogan gewählt. Wie lässt sich das erklären? Also es gibt Erklärungsversuche. Allerdings kann ich für mich persönlich sagen, ich habe kein Verständnis dafür, weil diese Menschen leben hier in einem starken Rechtsstaat mit unglaublich wichtigen Grundrechten, Freiheitsrechten wie Religionsfreiheit, Meinungs- und Pressefreiheit, Geschlechtergerechtigkeit und viele mehr, genießen von diesen Freiheiten. Auf der anderen Seite unterstützen sie einen Kurs, der genau diese Rechte einschränkt. Und ich finde, dieser Widerspruch passt nicht in mein Hirn und ich verstehe es auch nicht. Deshalb bedauere ich es sehr. Natürlich muss ich das akzeptieren. Es sind mündige Bürgerinnen und Bürger, die ihre Wahlentscheidung so getroffen haben. Aber ich glaube, wir müssen uns auch ehrlich machen, dass es eben auch unter den Zugewanderten natürlich Menschen gibt, die unsere Werte leider nicht teilen. Also das heißt, diese demokratischen Werte, die wir hier leben und vorleben, von denen auch diese Menschen genießen, die sie aber nicht teilen, weil sonst würden sie nicht so ein autokratisches System unterstützen, das genau diese Rechte einschneidet. Wir werden sehen, was in den nächsten Monaten und Jahren dann auch in der Türkei passiert. Blicken aber auf Baden-Württemberg und weiterhin auf Ihre Arbeit. Herzlichen Dank. Leider ist die Zeit schon vorbei. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Muhterem Aras, die Präsidentin des Landtages in Baden-Württemberg, war unser Gast heute bei Legendär der Talk. Schalten Sie auch beim nächsten Mal gerne wieder ein. Vielen Dank. Schönen Abend noch. Tschüss und bye bye.